Willkommen zurück zu der fünften Episode des The Art of Marketing Podcasts. Heute hatte ich den guten Philipp Watzek bei mir zu Gast. Er ist Gründer des Online-Portals boxspringkiki.de und er erklärt uns ganz genau, wie er sein Portal zum Thema Boxspringbetten aufgebaut hat. Er erklärt uns ganz genau, wie er gestartet hat, die langsamen Anfänge und dann, wie nach 1,5 Jahren das ganze Projekt abgegangen ist. Und heute kann er sogar von seinen Affiliate-Seiten und speziell von dem Projekt sehr gut leben. Wir gehen auf die verschiedensten Themen der Suchmaschinenoptimierung ein, aber mit speziellem Fokus auf On-Page-Optimierung, denn seine Seite ist wirklich das perfekte Beispiel für eine super optimierte, On-Page-optimierte Seite. Ich glaube, wenn ihr ein Affiliate-Marketer, ein Nischenseiten-Projektaufbauer seid, oh, das war ein interessanter Begriff. Dann wird die Episode auf jeden Fall für euch interessant sein. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Viel Spaß bei dieser Episode. So, servus und willkommen zurück zu der mittlerweile fünften Episode. Heute mit Philipp Watzek. Watzek, habe ich das richtig ausgesprochen? Watzek, sagt man's. Watzek. Und ja. Im Intro habt ihr ja bereits erfahren, dass Philipp Watzek der Gründer von boxspringkiki.de ist. Und stell du dich mal vielleicht als erstes gerade vor. Ja, da freut mich auf jeden Fall, dass ich hier sein darf. Und ja, ich habe boxspringkiki jetzt vor, glaube ich, 2,5, 3 Jahren gegründet. Und da geht es einfach nur um Boxspringbetten, kurz gesagt. Jetzt gehen wir auch mehr in Richtung Schlafzimmer. Und da geht es einfach wirklich darum, dass man mal schaut, was sind jetzt die Anforderungen an Boxspringbetten? Was interessiert mich jetzt als Person? Und ja, also das jetzt einmal kurz zusammengefasst. Und wie man es vielleicht vom Dialekt auch hören kann, komme ich aus Österreich und bin da geboren und aufgewachsen und lebe noch immer dort. Geil. Willst du vielleicht auch noch kurz was zu deinen ersten Anfängen von SEO erzählen? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Projekt dein allererstes Projekt war oder ob du davor schon irgendwie im Bereich Suchmaschinenoptimierung unterwegs warst. Von daher erzähl mal vielleicht so ein bisschen darüber. Nein, das war nicht mein erstes Projekt. Ich habe angefangen mit Subwoofer fürs Auto, lustigerweise. Und bin dann eben, weil mich das Thema Internet eigentlich immer mehr interessiert hat und damals habe ich auch, weil vorher war ich im Finanzbereich tätig und das nicht mehr passt hat, habe ich mich immer mal umgeschaut, was es sonst noch gibt und das war eben dann das Internet und da habe ich dann eben mit Subwoofer angefangen und mich in unterschiedlichste Bereiche dann noch reintastet. Da waren dann auch dabei Lawinenrucksäcke, dann habe ich auch noch Gartenmöbelsets und lauter solche Sachen halt immer wieder mehr ausprobiert. Und darunter waren dann immer noch Boxspringbetten. Und ja, so bin ich eben in das ganze Thema reingekommen. Das SEO war eben, hat mich am meisten interessiert, weil es halt einfach auch nachhaltig, also damals war es ja noch wirklich nachhaltig, sage ich einmal, dass du auch längerfristig gut rankst, ohne einen großen Aufwand zu betreiben. Und habe mich dann eben, bin dann so in dieses ganze Thema reinkommen und habe dann über Freunde von mir, weil die schon länger drinnen gewesen sind, eben mich sehr viel darüber informiert, sehr viel austauschen können und auch noch übers Internet. Und da gibt es heute sowieso, wenn man über YouTube oder Google einmal eingibt, SEO, dann kommen eh tausende Beiträge darüber, wo man alles Mögliche nachlesen kann. Und ja, also sich da wirklich auch weiterbilden kann, was früher nicht so möglich gewesen ist, wie es jetzt zum Beispiel auch heuer möglich ist. Ja, cool. Auf jeden Fall sehr interessant, dass du dann in der Boxspringbetten-Nische hängen geblieben bist. Ist das zurzeit die einzige Nische bzw. der einzige Themenbereich, wo du jetzt aktiv bist? Also hast du deinen ganzen Fokus da gesetzt oder machst du auch jetzt noch weitere Projekte? Nein, also es ist der einzige Bereich, wo ich jetzt wirklich tätig bin, also rund um das Thema Schlafen habe ich mich jetzt fokussiert, weil ich halt einfach, ich habe gemerkt, irgendwann sind die Ressourcen vorbei, so in der Spitzenzeit habe ich, glaube ich, circa 10 Nischenseiten gehabt und wenn man alle qualitativ hochwertig aufziehen möchte, also ist das ein Fulltime-Job und du brauchst halt wirklich 7 Tage die Woche und nachdem ich aber noch einen 40-Stunden-Job daneben gehabt habe, war das so gut wie unmöglich, dass ich das alles mache und habe halt einfach abspecken müssen und mich auf die Projekte, wo ich die meiste Zukunft gesehen habe, behalten und ja, den Rest einfach verkauft. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz, muss ich sagen, weil
Prinzipiell macht es am Anfang schon Sinn, in verschiedene Themenbereiche reinzugehen, aber sobald man dann den einen Gewinner gefunden hat, würde ich persönlich auch sagen, macht es Sinn, da dann all in reinzugehen, zumal man es einfach auch viel einfacher hat, weil man eben bereits das ganze Fundament aufgebaut hat. Man hat die Texte, man hat die Linkquellen und man kennt sich auch in dem Bereich schon aus und hat dann eine gewisse Expertise bereits aufgebaut. Genau, ja. Und es macht ja eh auch, wie du sagst, total viel Sinn, wenn es jetzt auch mehrere Nischen seitdem in einem Bereich ist, dass du sagst, du hast jetzt nur über das Thema Gartenmöbel zum Beispiel oder über ein Thema Garten, dann kannst du dich auch gegenseitig mit den Links pushen. Das habe ich auch gerne gemacht. Dass du schon zwei, drei gute Seiten hast, dann kaufst du eine günstige Seite ein, haust dann Links drauf und plötzlich pusht die Seite dann wirklich, dass sie in den Top-Rankings mitmacht. Und kannst es natürlich dann wieder teurer verkaufen, für alle, die es dann interessiert. Ja. Ich gehe mal stark davon aus, dass Boxspringkiki jetzt dein Hauptprojekt ist und dann würde ich gern auch darauf eingehen und zwar, stimmt das überhaupt, ja, oder? Ja, also im Affiliate-Bereich, ja. Okay, und dann würde ich den Fokus jetzt auch auf das Projekt setzen und dann wäre meine erste Frage, wie denn so der Start von Boxspringkiki war, also so die ersten, sag ich mal, 3 bis 6 Monate, willst du darüber berichten, wie viel Geld du rein investiert hast, ob du bereits mit Kapital an die Sache rangegangen bist und ob es ein langsamer Start war oder wie war das für dich? Ja, also es war auf jeden Fall ein langsamer Start, muss ich sagen. Weil ich habe eben noch die anderen Projekte dabei gehabt. Ich habe jetzt dann gerade angefangen, mir einen teuren Texter zu suchen. Und das war das erste Projekt, was eine teurere Texterin gemacht hat. Und habe am Anfang auch nicht glauben können, dass die Leute sich Boxspringbetten übers Internet bestellen, weil man bekommt halt immer mit, ja, übers Internet bestellen wir vielleicht Produkte um 100 bis 200 Euro, aber nicht bei Produkten, die halt 1000 oder mehr Euro kosten. Und dementsprechend bin ich halt am Anfang mit gemischten Gefühlen reingegangen, haben wir gedacht, ich probiere es jetzt einfach einmal aus und schauen mal, ob wirklich jemand ein Bett online kauft. Mhm. Und es war aber dann wirklich so, dass nach, glaube ich, 3 oder 4 Monaten ist dann wirklich der erste Sale drüber passiert und da habe ich dann einfach gewusst, okay, es funktioniert doch und habe mich dann mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt. Da war auch die Zeit, wo ich dann noch schon mehrere Nischenseiten gehabt habe. Am Anfang war es eben so, dass ich eben, wie schon erwähnt, auch einen Fulltime-Job dazu gehabt habe. Das heißt, ich habe auch mehr Geld dazu gehabt und wenig Zeit. Das heißt, ich habe mein viel Geld da rein investiert in Texte, in Bilder und dass es dann wirklich einfach auch schneller funktioniert. Und habe halt eh dann, wie es damals halt üblich ist, so ein paar Links noch reingeholt. Also wie viel Geld ich jetzt dann wirklich investiert habe, kann ich da nicht sagen, das weiß ich nicht mehr, wie viel das dann tatsächlich war. Und ja, und habe das dann eben alles parallel probiert aufzubauen und qualitativ hochwertig zu machen. Ja. Und ja, aber trotzdem so viel wie möglich selber machen und einfach auch täglich Neues dazulernen. Und das war dann meistens immer so, dass man sagt, man macht jetzt etwas, man lernt, also sieht etwas Neues im Internet, was jetzt irgendjemand darauf schwört und dann probierst du es einfach nach bei der Seite und baust das eben Schritt für Schritt auf. Ja, also ganz am Anfang, weiß ich nicht, hattest du da schon die großen Ambitionen und zumindest Erwartungen, dass aus dem Projekt was Großes wird? Oder war es wirklich erst nach diesem ersten Sale, dass du dir gedacht hast, oh, das Projekt könnte doch was Größeres werden, als ich gedacht habe und dass du dann erst dir bewusst gemacht hast, was das überhaupt für eine große Möglichkeit ist? Das habe ich erst nach dem ersten Sale gewusst. Okay. Also davor habe ich selber noch sehr daran gezweifelt, muss ich offen gestehen. Ja. Und wieso genau hast du dich für das Thema Boxspringbetten entschieden? War das zufällig oder fandest du den Themenbereich einfach so interessant, weil Schlaf ja schon was Wichtiges ist? Oder wie kam es dazu, dass du dich genau für diese Nische dann entschieden hast, anfangs? Meinst du, warum ich die jetzt aufgebaut habe? Weil ich ein neues Thema gesucht hat, sagen wir, also wirklich ganz plump, ich habe damals halt einfach so viele Themen wie möglich probiert abzudecken, was für mich irgendwo einen Sinn gemacht haben und darunter waren halt einfach Boxspringbetten und habe halt nicht damit gerechnet, dass sich das dann als das eine Projekt rauskristallisieren wird. Okay, interessant.
Ja, und wann hat denn, also gleich gehen wir noch konkret darauf ein, was du gemacht hast, um Boxspring-Kiki zum Wachsen zu bringen. Aber vorab noch eine kurze Frage. Wie lange hat es denn gedauert, bis Boxspring-Kiki so richtig angefangen hat zu wachsen? Also wann hast du gemerkt, hey, es gab jetzt einen richtigen Traffic-Schub, diesen typischen Hockey-Stick-Effekt, den man kennt, wo man dann auf einmal innerhalb von 2 Monaten von, was weiß ich, 1.000-2.000 Traffic auf 10.000 Traffic im Monat kommt? Boah, ja, das hat schon 1 bis 1,5 Jahre dauert. Also ja, 1,5 Jahre, dann ist so ein halbes Jahr wirklich gut gelaufen. Da kam das Medic-Update und wieder alles war umsonst. Also. Okay. Aber nach 1,5 Jahren warst du dann aus der Sandbox raus. Wie viel Besuch hattest du da täglich? Darfst du das sagen? Kannst du das sagen? Ja, also es waren im Monat, kann ich sagen, waren es damals 10.000. Okay, gut. Und ich schätze mal, wenn man dann Produkte für, ich weiß gerade gar nicht, wo es anfängt, bei 1.000 Euro, schätze ich mal, geht dann auch hoch auf 2.000 Euro pro Bett. Wenn man das dann bewirbt, dann schätze ich mal, braucht man nicht viele Sales, um schon gute Provisionen zu machen. Genau, ja. Aber man darf es halt auch nicht so vergleichen wie mit den günstigen Produkten, wo man dann einfach sagt, okay, das beim Vorbeigehen kaufen das schneller mal, sondern es halt doch, dass ein längerer Prozess ist und da musst du halt dann wirklich schauen, dass du als letztes dann noch den Cookie weitergibst und dass dann nicht der andere den bekommt. Und ja, es ist natürlich auch noch sehr stark mit diesen 10.000, hast du dann auch noch viele, viele Keywords, wo du rankst, die dir aber keine Provisionen bringen. Ja. Okay, dann würde ich jetzt anfangen damit, konkret darüber zu reden, wie du die Seite zum Wachsen gebracht hast. Dann würde ich auch nämlich sofort auf den Punkt Produkte als erstes mal eingehen. Nämlich, was würdest du sagen, wie unterscheidet sich der Kaufprozess bei einem Boxspringbett im Vergleich jetzt zu dem, was weiß ich, Standard-Affiliate-Produkt, irgendein Massagestuhl oder irgendwelche Wassersprudler? Also reicht es einfach, einen Text zu schreiben, den Cookie zu setzen und dann kommt der Sale, oder muss man vielleicht fast schon einen Funnel aufbauen und längerfristig die Besucher binden, um da dann halt auch Provision zu erhalten? Also ich glaube, dass Besucher binden niemals der falsche Weg ist und hochwertiger Content. Der große Unterschied zwischen teuren und günstigen Produkten ist, dass halt günstige Produkte, die kauft man halt schneller mal beim Vorbeigehen. Das kann man immer wieder auch bewerben auf der Nischenseite mit verschiedensten Angeboten, dass man halt einfach sagt, hey, schau, da ist jetzt, weiß ich nicht, irgendein Buch in Aktion oder was auch immer. Und bei Betten ist das halt, oder bei generell größeren Anschaffungen, eben auch beim Massagesessel, ist halt dann doch so, dass du halt dann noch viel recherchierst, nachliest und dass sich dieser Prozess dann über mehrere Wochen dahin zieht oder vielleicht sogar über Monate. Und da ist dann halt einfach auch wichtig, wie man dann wirklich auch das schafft, dass man dann die Kundenbindung noch weiter aufrechterhalten kann. Und auch das Schwierige ist ja, wie oft kauft man ja dann wirklich ein Bett? Also es ist ja, alle 10 Jahre kaufst du ein Bett und du wirst jetzt nicht 10 Jahre in Kontakt bleiben mit der Bettfirma über dein Bett. Ja. Und aber wenn du jetzt hast irgendwas über Ernährung oder so, da bleibst du halt gerne wieder am Ball. Und da kannst du immer wieder die Leute, kannst du eine gute Kundenbindung aufstellen und kannst immer wieder neue Tipps geben, neue Affiliate-Produkte reinwerfen und kannst dann so auch längerfristig Provisionen machen. Ja, ich glaube, sehr wichtig ist dann auch gewissermaßen omnipräsent zu sein, also eben dann nicht nur die Webseite zu haben, sondern dann eben auch auf Social Media unterwegs zu sein, ein E-Mail-Newsletter aufzubauen oder fast schon Facebook-Ads, Retargeting-Ads schalten. Ich weiß nicht, hast du ein Pixel auf deiner Seite drauf? Ich glaube schon, ja, oder? Ja, habe ich. Okay, und ja, vielleicht kannst du, ich kenne ja auch deinen YouTube-Kanal, willst du vielleicht erzählen, wie das zustande kam? Ich meine, du hast ja schon sehr viele Aufrufe da in der Nische, von daher, was war so dein Gedanke, den YouTube-Kanal aufzumachen, und kannst du sagen, dass du wirklich ROI-positiv bist, beziehungsweise dass ja auch schon viel bei rumkam durch die YouTube-Videos? Ja, also das mit den ROI kann ich jetzt wirklich nicht sagen, ob das sich das jetzt schon rentiert hat oder nicht. Es bringt mir vor allem halt ein bisschen einen Traffic und Aufmerksamkeit, und das ist halt das Wichtigste. Also auch der Hintergrund zu den Videos und wie ich da überhaupt dazu gekommen bin, war, dass halt
das hat noch kein Konkurrent gemacht. Also ich habe das so in anderen Nischen gesehen, aber jetzt bei Boxschwungbetten habe ich das einfach noch nicht gesehen. Ja. Und haben mir gedacht, warum nicht einfach mal ausprobieren und schauen, was passiert. Und gleich das erste Video hat mir über, also ich glaube jetzt mittlerweile sind es 10.000 Aufrufe gewesen. Ja. Und das ist jetzt erst ein Jahr online. Also man merkt halt schon, dass das halt dann auch, also wenn man da wirklich einen Nerv trifft, dass man dann da auch ziemlich nach oben kommt. Und nur vielleicht als Vergleich, 10.000 Aufrufe sind halt wirklich mehr als alle anderen Boxspielbett-Videos, was da, also was auf YouTube gibt. Ja. Also die meisten haben so um die 1.000 bis 2.000 herum. Ja, ja, man denkt jetzt 10.000 im Vergleich zu irgendwelchen Musikvideos auf YouTube ist nicht viel, aber man muss sich ja natürlich auch bewusst machen, dass das dann in dem Sinne sehr spezifische, komplett targetierte Aufrufe sind, die halt auch schon eine Intention haben, entweder zu kaufen oder Informationen zu erhalten. Von daher ist das schon sehr gut. Und allgemein würde ich sagen, natürlich ist es sehr viel Aufwand, so YouTube-Videos zu drehen, aber du hast ja die YouTube-Videos auf deinen Posts embedded. Plus wahrscheinlich hast du nochmal in der Beschreibung selbst von den YouTube-Videos deine Affiliate-Links drin oder so. Genau, ja. Was? Und auch die Links zur Webseite habe ich auch noch drinnen. Ja, ja, ja. Und ja, und ich kann mir halt gut vorstellen, wenn man jetzt auf eine Seite kommt, die komplett unpersönlich ist und dann kein Video hat und man dann auf deine Seite kommt, eben mit einem Video von dir, dass man sich da auch einfach ein bisschen wohler fühlt und dass man dann auch eher bereit ist, so ein Bett zu kaufen als nicht. Und vor allem, was vielleicht auch noch interessant ist, nachdem ja Google und YouTube auch zusammengehören, werden jetzt auch immer öfters YouTube-Videos auf Google angezeigt. Das ist vielleicht auch noch so als kleiner Tipp für deine Zuhörer, dass man da dann auch noch ziemlich viel Traffic generieren kann und Aufmerksamkeit. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich würde sogar sagen, dass das sehr unterschätzt ist. Ein Punkt, der mir noch gerade in den Kopf kam, ist, ich weiß nicht, ob du das hast, aber du hast auch erwähnt, dass du Pinterest machst, oder? Genau, ja. Das ist jetzt gerade in der Testphase, da sind wir jetzt im dritten Monat sind wir aktuell, weil es halt sehr in Richtung einrichtungslastig, wohnenlastig und auch so schlafen geht bei Pinterest. Und da habe ich jetzt mir einfach mal gedacht, ich probiere das jetzt aus als zusätzliche Traffic-Quelle und dass das niemals schaden kann. Ja, und es ist aber, also wir sind jetzt gerade noch in der Testphase, aber es ist jetzt nicht mehr das Gelbe vom Ei, wie es jetzt noch vor ein, zwei Jahren war, weil jetzt Pinterest an die Börse gegangen ist und dementsprechend jetzt versucht, so viel Geld wie möglich aus der Plattform zu ziehen. Ja, ja, ja. Also in Form von Werbung jetzt drüber. Ja, dann hätte ich gerade eine Frage jetzt zu Pinterest, aber auch zu deiner selbst, zu deiner Seite selbst. Wo bekommst du die Bilder her? Schießt du die selber oder bekommst du die aus dem Internet? Wie machst du das? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil da habe ich jemanden beauftragt, der das für mich macht. Okay, aber kannst du ungefähr sagen, wie viel du dem zahlst? Weil ich persönlich finde zum Beispiel, Bilder ist immer so eine schwierige Sache bei Nischenseiten. Man hat ja da seine paar Stock-Bilderseiten, irgendwie Unsplash, was gibt's noch? Und ich persönlich finde es immer schwierig, da gute Bilder zu finden. Oder kannst du auch zunächst einmal sagen, ob du überhaupt Wert darauf legst, gute Bilder auf deiner Seite zu haben? Ja, also ich lege auf jeden Fall viel Wert auf gute Bilder und habe auch sogar eine Grafikerin, die das dann für mich früher gemacht hat, dass ich dann wirklich auch der Seite einen persönlichen Touch gebe, die dann einfach Bilder mit Panda-Bären dann zum Beispiel auch noch verwendet hat. Ja. Und ja, und die auf Pinterest, ich glaube, sie nimmt das von Canva und tut dann dort auch gleich die Bilder bearbeiten, beziehungsweise wird sie ja auch ihre eigenen Quellen haben, wo sie dann eben die Bilder her hat. Ich habe mich dann auch eher, also ich habe mich dann mit einem zweiten zusammen dann, wo wir bei Envato die Bilder herbekommen und von dort haben wir uns einen Premium-Zugang genommen und können halt so viele Bilder verwenden, wie wir wollen. Ja, ja, ja. Okay, cool. Weil ich bin ehrlich, also Bilder ist, würde ich sogar fast schon sagen, das Problem bei uns, aber Wenn du sagst, es lohnt sich auf jeden Fall, da auch jemanden für einzustellen, dann kann ich mir, also ich sag's mal so, Bilder machen letzten Endes auch ein bisschen die Seite aus. Das hängt natürlich ab, wie die Seite aufgebaut ist. Aber vor allem bei so einer Seite würde ich sagen, ist wichtig, halt auch viel mit Bildern zu arbeiten.
Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich On-Page-Optimierung. Ich muss sagen, deine Seite ist echt so das Paradebeispiel für eine gut On-Page-optimierte Seite. Von da erzähl mal, ich weiß jetzt, ich habe keine konkrete Frage dazu, aber erzähl mal vielleicht so ein bisschen, was für dich wichtig ist bei der On-Page-Optimierung und allgemein, wie deine Vorgehensweise ist, auch Sachen Keyword-Optimierung, Meta-Information, interne Verlinkung, all die Punkte, die es halt gibt. Ja, also bei mir, ich habe immer den meisten Wert eigentlich aufs On-Page gelegt, weil eben da kann man selber auch noch was machen und ich glaube, es wird halt einfach in Zukunft immer wichtiger. Und da ist halt einfach, dass man sich wirklich nach dem Nutzer richtet. Also diese Hauptsachen, was für mich immer wichtig sind, sind, dass man, also dass einmal auch das Keyword vorkommt, das Wichtigste ist dann, dass die Seite einfach schnell ladet, weil keiner hat Bock, dass die Seite einfach 20 Sekunden lang weiß ist. Da geht jeder, der von Google auf deine Seite kommt, ist sofort weg. Mhm. Und da ist eben wichtig, dass man eine sehr schnelle Ladezeit hat, dass das natürlich auch noch schön aussieht, dass der Nutzer, der auf die Seite kommt, sofort weiß, um was es geht, dann auch gleich zu dem Punkt kommt, wo er hin möchte. Und also damit sie auch als Affiliate, dann ist es ja auch wichtig, genauso wie als normaler Webshop-Betreiber oder Webseitenbetreiber, dass der Kunde genau weiß, was er zu tun hat. Also er hat das zu tun, was du natürlich möchtest, was er tun soll. Jetzt zum Beispiel auf den Affiliate-Link klicken, sich in Newsletter eintragen, dann weiter auf der Seite bleiben. Also je nachdem, was du dann wirklich möchtest, dass das dann einfach auch gleich logisch ist. Und ja, dass das Ganze halt einfach auch angenehm zum Lesen ist. Das heißt, dass es hat jetzt keinen Sinn, wenn du auch einen 10.000 Wörter-Text jetzt da hast und dann schreibst du alles in einer Wurst runter. Das bringt sich halt genau gar nichts, sondern du musst es halt wirklich auch schön gliedern mit vielen Fotos, bestenfalls auch Videos dazu. Und dass man es dann halt wirklich schön aufbereitet, dass der halt drüber fliegen kann und dann auch sofort weiß, um was es geht. Und Google ist ja auch immer wichtiger, die sogenannte Dwell Time, eben die Verweildauer auf deiner Seite. Und da sind halt so solche Sachen wie Fotos, Grafiken, vor allem auch Videos sehr, sehr wichtig, dass die Leute einfach länger oben bleiben. Und da habe ich auch, da kann ich auch aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern, auf der Top-Seite eine Verweildauer von durchschnittlich 44 Minuten. Über ein Thema, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr was, über irgendeinen Blogartikel waren das 44 Minuten. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das halt ein Aufruf gewesen, dass das der Mittelwert gleich so hochgegangen ist. Aber es sind 200 Aufrufe im Monat und die durchschnittliche Verweildauer sind 44 Minuten. Das heißt, es wird dann auch Leute geben, die einfach mal 2 Stunden auf der Seite sind und sich das anschauen und die Videos dazu anschauen und sich da wirklich alles durchlesen. Ja, das ist krass. Also das ist wirklich sehr krass. Und ich glaube, das ist auch mit der Hauptgrund, wieso deine Seite eben deine Gegner outrankt. Obwohl deine Gegner vielleicht ein besseres Backlink-Profil haben oder eventuell einfach länger schon bestehen. Und ich bin mir sehr sicher, dass, und das merkt man auch, also du hast jetzt gesagt, dass du vom Matic-Update getroffen wurdest, aber ich glaube von den letzten 2 Updates im März, 12. März und jetzt am 3. Juni hattest du echt einen positiven Schub gehabt, oder? Genau, ja. Also ich glaube, man merkt schon, dass Google deine Seite sehr gut aufnimmt und dass du im Prinzip das machst, was Google so ein bisschen von dir will. Und das, ja, das ist eben das Paradebeispiel, wie eine gute Seite aussehen soll, weil das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich glaube, jetzt in 2019 gibt es immer noch sehr viele Affiliate-Seiten, die so ein bisschen aussehen, als ob sie in 2014 erstellt wurden. Dann einfach das typische Affiliate-Theme verwenden, irgendwelche komischen Texte für, was weiß ich, 1-2 Cent und dann einfach nur Affiliate-Links reingedrückt sind. Und ich sag's mal so, es hat damals funktioniert, aber ich glaube, Google wird auch immer schlauer, eben solche Seiten, die nicht viel Mehrwert für den Nutzer bieten, eben mehr und mehr auszufiltern und die dann letzten Endes komplett aus den SERPs rauszukicken. So, Link-Building betreibst du ja natürlich auch, obwohl du natürlich On-Page, kann man eigentlich schon so behaupten, als, ich sag mal, den Hauptfokus ansetzt, bist du trotzdem ein Freund des Link-Buildings, also du sagst jetzt nicht, dass Link-Building nicht funktionieren würde. Wie ist da dein Ansatz? Ja, also es war mit dem damals so wichtig, mit dem, dass du nur Do-Follow-Links bekommst,
Mittlerweile bin ich sogar so weit, dass ich auch sage, ja, No-Follow machen auf jeden Fall auch Sinn. Und die wichtigsten aber mittlerweile sind die, wo du auch Traffic drüber bekommst. Also ist jetzt meine Meinung dazu, da werden wir auch von 3 Experten 20 verschiedene Meinungen. Ich bin trotzdem der Meinung, dass man einfach vor allem schauen sollte, dass man jetzt nicht überall Links herbekommt, sondern dass man jetzt wirklich sagt, man hat es nur wenig Links, aber die dann wirklich hochwertige sind und am besten auch noch Traffic drüber bekommt. Eben jetzt auch zum Beispiel das von YouTube, dass man einfach sagt, da hat man jetzt einen Traffic auf die eigene Seite drauf. Und dass man halt auch einfach schaut, dass man auch eine, wo es halt wirklich angefangen hat, bei Boxsprung wirklich gut zu rennen und auch bei meinen anderen Affiliate-Seiten war es, wo ich dann es geschafft habe, dass das Verhältnis von Do-Follow zu No-Follow über 50% gewesen ist. Also, dass ich mehr Do-Follow-Links gehabt habe als No-Follow-Links. Und ja, da haben dann wirklich die Seiten angefangen zum Ranken und da ist dann jetzt wirklich losgegangen. Und ja, man muss auch also Links bekommen, also ohne Links geht's nicht. Das ist, also du musst halt irgendwo bei Google auch zeigen, dass du jetzt da bist, dass eine neue Seite da ist. Und es ist ja, ein Link ist ja nichts anderes als wie, dass jemand sagt, deine Seite ist jetzt gut oder irgendwas hat auf deiner Seite gefunden, was ihm gefällt. Also quasi eine Empfehlung. Und also genau als solche sollte man die Links dann auch einfach betrachten. Und so kann man dann auch nachhaltig wirklich erfolgreich werden damit. Ja, also du stehst für einen Mix aus im Prinzip allen Links, also Outreach-Links, Foren-Links, solange sie Traffic geben. Was ich dann aber eigentlich auch ganz cool finde, weil sehr viele Leute sind ja sehr, sehr negativ gegenüber dem Thema PBNs. Wir haben ja zusammen das Link-Building für ein paar Monate gemacht und du findest ja PBNs prinzipiell auch jetzt nicht irgendwie besonders schlimm. Willst du vielleicht noch gerade deine Meinung zum Thema PBNs, vor allem auch jetzt im Jahr 2019, kurz nennen? Ja, also sie sollten einfach ein Mix vom Link-Building sein. Google sagt ja ständig, sie wollen das jetzt mit den PBNs jetzt endgültig unterdrücken, dass das nicht mehr passiert, kriegen sie aber nicht wirklich gebacken. Aber es ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis das dann nicht mehr funktioniert. Aber nachdem das jetzt noch gut funktioniert, auf jeden Fall ein Teil des Gesamten machen und ja, aber nicht zu 100% drauf verlassen, weil es wird dann irgendwann der Tag X kommen, wo das nicht mehr funktioniert und wenn man dann 100% davon auf PBNs gesetzt hat und die fallen dann alle auf einmal weg, kann man wieder von null anfangen. Und deswegen sollte es immer ein guter Mix aus den verschiedensten Arten der Backlinks sein. Ja, das Schöne ist ja, Google ist nicht nachtragend, wie wir aus der letzten Episode mit Kasper gehört haben. Sprich, selbst wenn es zu einer manuellen Abstrafung kommt oder auch zu einer Algorithmus-Abstrafung, man kann immer noch PBN-Links disavowen. Deswegen finde ich den Ansatz eigentlich echt gut, PBNs minimal im Linkmix dabei zu haben, eben weil sie halt wirklich viel Power geben, aber eben nicht die Link-Building-Strategie auf PBNs zu beruhen, sondern größtenteils auf Outreach-Links, aber halt eben vereinzelt ein paar von den Links halt auch dabei haben, um halt spezifische Keywords nach vorne zu pushen. So, dann kommen wir noch zu dem letzten konkreten Punkt zu deiner Seite, der mich interessieren würde, nämlich das Thema Partnerprogramme. Ich weiß jetzt nicht, es gibt sicherlich so eine zentrale Anlaufstelle wie poco.de, wo man dann halt eben die verschiedensten Betten kaufen kann. Aber eben dadurch, dass du auf so viele verschiedene Marken eingehst, ist es schwierig, das Ganze über eine Anlaufstelle wie Amazon oder so eben zu managen. Hast du private Partnerprogramme? Wie managst du die Partnerprogramme? Willst du vielleicht dazu kurz was berichten? Ja, ich habe über verschiedenste Seiten, eben zum Beispiel über Affiliate, über Amazon und auch so über private dann natürlich unterschiedliche Partnerprogramme gehabt und probiere halt da auch immer wieder up-to-date zu sein, dann auch wieder schauen, was gibt's Neues, was fällt weg. Also es ist ja auch ständig in Bewegung, ständig tut sich was, jeder verändert sein Programm in eine gewisse Richtung. Und da muss man dann immer schauen, wie man da dann weitergeht, wie man die Seite dann verändert. Und dementsprechend mir war es halt sehr wichtig, dass ich einen Mix aus vielen verschiedenen Sachen einfach drinnen habe, vielen verschiedenen Partnerprogrammen, mit dem Hintergedanken, nicht alle Eier in einen Korb zu legen, sondern dass man wirklich sagt, sollte jetzt das eine Partnerprogramm unattraktiv sein oder vielleicht der ganze Partner wegfallen, dass man noch immer genügend andere Sachen hat, dass es
natürlich dann auch auf eine gewisse Art dann noch wehtut, wenn der eine Partner wegfällt, aber man jetzt noch immer genügend andere hat, dass man sagt, man kann das jetzt verkraften und man ist jetzt nicht komplett weg vom Fenster. Was auch noch ein Mitgrund war, vielleicht auch noch, dass ich von Google jetzt probiere, noch andere Traffic-Quellen aufzubauen. Ja. Damit man nicht, weil man ist entweder vorne ist, man hat meinen Engpass und hinten hat man einen Engpass in Form von Partnerprogrammen und Traffic-Quellen. Und daher war es mir wichtig, das dann auch wirklich breit aufzustellen und so viele wie möglich dann schaffen, da reinzubringen. Ja, ja. Dann noch kurz eine Frage. Verwendest du irgendeine Software, um die Partnerprogramme zu managen oder machst du das über eine Excel-Sheet? Wie gehst du da am besten vor? Ganz altmodisch über ein Excel-Sheet. Okay, ja, funktioniert. Funktioniert vollkommen und ich wüsste auch nicht, wieso man das nicht machen sollte. Also vielleicht ich sag's nur noch, für, was dann vielleicht auch noch interessant ist, was ich dann auch noch da mitbekommen habe, dass man halt auch sehr darauf schauen sollte, wie sind diese Partnerprogramme drinnen, weil ich habe auch Betten gesehen, die waren um 4.000, 5.000 Euro drinnen, aber die Betten verkaufen sie gar nicht online wirklich. Also das ist, die sind zwar online angeboten, aber sie verkaufen die fast ausschließlich im Shop. Das heißt, es bringt dir jetzt auch nichts, wenn das alles im Shop verkauft wird. Wenn du jetzt nur daran verdienst, wenn du online, also wenn online der Kauf stattfindet. Und das vielleicht auch noch so als kleiner Tipp, dass das dann halt einfach, dass man da einfach auch drauf schauen sollte, dass die Produkte noch wirklich online gekauft sind und dass man dann auch das, ja, dass man da jetzt nicht abhängig davon ist, dass dann vielleicht der Kunde dann auch in den Shop reingeht und dann vielleicht das dann dort kauft, dass dann vielleicht der Shop sagt, ja, online ist so schön zum Anschauen, aber kommst doch zu uns in den Shop und dann umgeht halt die ganze Affiliate-Provision natürlich. Ja, aber es ist interessant, dass du es ansprichst. Allgemein das Thema Conversions würde mich dann doch interessieren. Ich weiß jetzt nicht, ob du das sagen kannst, aber von einem Page-View, wie viel Prozent klicken dann auf einen Affiliate-Link? Vom Affiliate-Link selbst, wie viel convertet da dann letzten Endes? Weil bei Amazon hat man so durchschnittlich, würde ich sagen, mal 4-8% Conversions auf den Affiliate-Klicks. Ja, das wäre schön. Ja. Also das, da merkt man halt, dass man ist halt in einem hochpreisigen Segment und also ich bin doch unter 1%. Okay. Ah gut, wenn die Provisionen dann gut sind, dann kann man das ja, dann kann man die Provision, wenn die Provisionen zehnmal höher sind, dann kann man auch eine zehnmal niedrige Conversion Rate haben, von daher. Ja. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, dass man eben auch diese High-Ticket-Produkte, diese teuren Produkte doch auf Amazon im Internet bewerben kann. Also sehr viele Leute schwören ja darauf, die Mid-Ticket-Items zu bewerben, sehr viele machen Low-Ticket-Items. Ich persönlich muss aber auch sagen, dass ich High-Ticket-Items sehr gut finde. Also alles über 100 Euro, da kann man eine Seite halt richtig skalieren. Weil bei Produkten unter 100 Euro, da muss man halt übers Volumen gehen und da ist schwierig, dann so eine Seite zu skalieren. Von daher, ja, würdest du vielleicht noch gerade abschließend was zu den High-Ticket-Items sagen? Ja, also für mich war das halt immer sehr viel interessanter, diese High-Ticket, weil es halt einfach, es ist so mit einem größeren Aufwand verbunden, dass du die Kunden dann wirklich zum Abschluss dazu bringst. Dafür steht sich aber einfach dieser Mehrtrag einfach dafür, dass man sagt, man schaut jetzt einfach, dass man in den High-Ticket-Bereich einfach reinkommt und dort dann probiert Fuß zu fassen. Und es muss jetzt nicht in physischen Produkten sein, es kann auch in digitalen Produkten sein, die meistens wahrscheinlich sogar noch lukrativer sind, weil wenn du sagst, du hast jetzt ein Programm um 1.000 Euro und bekommst 50% davon, sind das auch gleich einmal 500 Euro, was du da bekommst. Ja, ja, ja. Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und man braucht halt etwas anders zu verkaufen und da muss man viel mehr mit Funnels arbeiten, aber es ist trotzdem auch ein sehr lukrativer Weg. Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Dann hätte ich jetzt noch mal ein paar abschließende Fragen. Nummer 1, was war bisher die größte Lektion, die du beim Aufbau von Boxspringkiki gelernt hast? Kein Erfolg währt ewig. Okay. Und man muss halt immer wieder aufstehen und immer wieder weitermachen und es ist halt einfach mit dem ganzen Online-Marketing ist eine sich ständig verändernde Umgebung und man muss immer wieder nachbessern und nicht alle Eier in einen Korb setzen, also legen, weil eben wie ich es vorher schon erzählt habe, das Matic-Update hat mich ziemlich heftig getroffen, also ich habe glaube ich über 50% Traffic-Einbußen gehabt,
leider auch vorwiegend auf dem Money-Keyword. Ja. Und dementsprechend war das halt, hat mich das halt richtig heftig getroffen. Und daraus habe ich meine Lektion gelernt, dass es keinen Sinn macht, alles auf Google zu setzen, sondern einfach probieren, über mehrere Traffic-Wellen zu fahren. Ja, ist vor allem natürlich hart, wenn, ich sag's mal so, wenn Affiliate-Marketing bzw. die Webprojekte die Haupteinnahmequelle sind. Aber ich finde, du bist echt ein sehr gutes Beispiel, dass wenn man dann eben noch weiterhin an die Seite glaubt und weiterhin hart an die Seiten, an den Seiten arbeitet, dass man dann eben auch beim nächsten Update und beim Update darauf wieder positiv affektiert wird. Von da auf jeden Fall Props an dich, also dass du da so gut weitergemacht hast. Und wie gesagt, die letzten zwei Updates haben dich ja gut nach oben weiter gepusht. Ja, na, und das ist eben auch der Vorteil, wenn man sagt, man bleibt da noch dran, weil es gibt ja genügend Leute, die sagen, auf das Spiel habe ich dann keine Lust mehr, jetzt dann jedes Jahr irgendein Google-Update, dort ein Update, da ein Update, die dann einfach dann irgendwann aufhören. Und wenn du selber dann immer wieder dran bleibst, dann kommt das halt auch zu gut und das baut sich halt dann einfach, ist ein langfristiger Prozess und das baut sich halt dann einfach über die Zeit auf wieder. Ja, ja. Ah, eine Sache, die ich noch gerade erwähnen wollte, wenn man von Nischenseiten redet, denkt man, oh, man baut eine Nischenseite innerhalb von 12 Monaten auf, dann steht die und dann kann man sich schön zurücklehnen, an den Strand gehen und man sieht nur, wie die Affiliate-Einnahmen reinkommen. Das war vielleicht vor ein paar Jahren so, aber das ist halt gewissermaßen auch schade, aber andererseits auch gut, je nachdem, wie man sieht. Es ist eben nicht mehr so. Also man muss schon aktiv an den Arbeiten dran arbeiten, um eben konstant dann auch gute Rankings zu erzielen. Ja. Es wird ja leider auch immer so beworben, dass man dann im Internet sieht man oft die Leute, die dann mit einem Lamborghini oder mit einem Mercedes oder sowas dastehen und sich dann vielleicht fürs Wochenende ausborgen. Und ja, weil das, und dann wird aber gesagt, ja, du wirst jetzt innerhalb von 3 Monaten Millionär mit deiner Affiliate-Nischenseite, ohne Aufwand, ohne irgendwas, ohne Geld. Und da musst du dann auch einmal dann nachdenken und sagen, okay, das kann einfach nicht funktionieren, weil sonst wäre jetzt jeder schon reich. Und es ist halt einfach eine harte Arbeit. Es ist auch, aber auf keinen Fall eine langweilige Arbeit, weil halt immer wieder was Neues passiert, immer wieder verändern sich die Spielregeln und das macht das Ganze auch so faszinierend. Und ja, und auch, also deswegen bleibt man doch gerne dran und investiert auch gerne die Zeit dann noch dazu, dass man dann auch wirklich das dann immer wieder weiter verbessert. Ja, was könntest du den Zuhörern hier mitgeben, die gerade frisch mit Affiliate-Marketing anfangen und kannst du heute, haben wir 4. Juli 2019 überhaupt noch empfehlen, Nischenseiten aufzubauen? Ja, ich kann es schon noch empfehlen, aber eben wie du es vorher schon gesagt hast, also es hat sich total verändert, das Ganze. Es ist jetzt nicht mehr so, dass du jetzt einfach sagst, ich mache jetzt einfach eine Affiliate-Seite, hau 1000 Wörter drauf, ein bisschen Links drauf und dann rennt die Sache. Sondern du musst halt wirklich schauen, dass du einfach eine Brand aufbaust mit dem ganzen Thema, dass du da wirklich voll drinnen bist und es hat auch keinen Sinn, wenn du 10 oder 20 verschiedene Seiten hast und die dann irgendwo dann probierst zu pushen, weil es wird halt dann, du kommst einfach nicht hinterher, wenn du qualitativ hochwertigen Content machen willst. Und es geht immer mehr in die Richtung, dass du auch eine Kundenbindung also aufbauen musst. Und dementsprechend musst du halt wirklich schauen, dass du deine Brand dahinter aufbauen kannst über verschiedene Kanäle und dass du dich nicht auf einen Kanal voll fokussierst. Ja. Und also kurz gesagt, ja, es ist möglich, aber es steckt viel Arbeit dahinter und auch man muss sich Gedanken drüber machen. Ja, ja, ja. So, dann noch eine Frage zu dir persönlich. Was sind deine Ziele? Wie planst du deine Seite weiterhin zu skalieren? Wir haben ja bereits darüber geredet, dass du in den Bereich E-Commerce reingehen willst oder willst du skalieren über mehr Traffic, mehr Projekte? Wie ist da dein Vorgehen? Ja, also es gibt immer zwei Möglichkeiten, wie man das dann weiter nach oben schrauben kann. Das eine ist, indem man entweder mehr Verkäufe macht oder indem man mehr Gewinne macht pro Verkauf. Und nachdem ich halt schon ziemlich, also beim Traffic ziemlich den Zenit, ich sage jetzt nochmal, erreicht habe, war die einzige Möglichkeit, dass ich sage, ich mache es über höhere Margen. Und so bin ich dann jetzt dazu gekommen, dass ich auch Boxspringbetten selber vertreiben werde über einen Online-Shop. Und das ist jetzt eben mein neues Passion-Project und da möchte ich jetzt dann auch hingehen und das dann wirklich auch groß machen und auch noch in andere Länder, als wir nur in Deutschland und Österreich rausgehen und das dann eben aufbauen.
Krass. Ja. Und da war dann eben auch der Hintergedanke, vielleicht, damit ich noch ein paar Worte drüber sagen kann, ja. Weil ich halt auch einfach gemerkt habe, bei Boxschwungbetten geht es halt immer darum, dass die Leute, also dass halt die ganzen Shops das anbieten, ich bin jetzt der günstigste, ich bin jetzt der tollste, ich habe jetzt um 100 Federkerner mehr als der andere, ich habe jetzt einen anderen Schaum als wieder andere, und es geht halt immer, es fällt immer auf das Gleiche, also es kommt immer das Gleiche hinaus, ich biete jetzt das beste Bett zum günstigsten Preis an. Und das ist die Mentalität von allen Herstellern. Und ich möchte mal aber mit meinem Bett habe ich halt einfach probiert, etwas anderes zu machen. Und habe da den Wert auf volle Erholung gelegt, also wirklich auf maximale Erholung in der Zeit. Und habe da auch noch mit Selliant gemeinsam machen wir eine Kooperation, dass das Bettlaken dann von Selliant ist, also mit Selliant ausgearbeitet. Und das hat eben den Vorteil, dass man einfach schneller einschlafen kann, dass man weniger Wachzeiten in der Nacht hat. Das heißt, man schlaft auch länger durch und dass sich die Muskeln erholen. Und da ist auch Under Armour ist auch ganz groß mit drinnen. Also ich glaube, Under Armour ist eine Marke, die auch jeder kennt. Die bewirbt das ganz stark in Amerika. Tom Brady schwört auch drauf. Der hat auch so eine von Selliant eine Kleidung. Und das verwende ich jetzt dann auch für meine Betten. Und da möchte ich dann einfach drüber gehen. Und noch ein bisschen ein Zeichen setzen, dass man dann auch etwas anderes machen kann, als nur zu sagen, mein Bett ist das Beste und das Günstigste. Boah, krass. Also vom Affiliate-Marketer zur eigenen Boxspringbetten-Brand. Also ich wünsche dir da auf jeden Fall viel Erfolg und ich hoffe sehr, dass das sehr gut skaliert wird und natürlich auch letzten Endes erfolgreich deine eigene Brand. Finde ich allgemein den Ansatz sehr kreativ, aber auch sehr gut. Die meisten Leute, wenn sie skalieren wollen, denken, ja, mehr Seiten, mehr Traffic. Aber wenn man dann auf einmal einen eigenen E-Commerce-Shop hat, dann hat man nicht seine lächerlichen 7, 8, 9, 10 oder 12% Provision, sondern auf einmal den ganzen Gross Profit. Von daher sehr cool. Kommen und halt dann dafür auch wieder andere Herausforderungen dazu. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du dabei warst. Ich fand, es war eine sehr, sehr gute Episode für jeden, der vielleicht schon gerade angefangen hat mit seinen Affiliate-Seiten und die vielleicht nicht ganz so gut laufen und dann die eben in die richtige Richtung zu lenken. Danke, dass du dabei warst und ich würde dir gerne das letzte Wort überlassen. Ja, also es hat mich auch sehr gefreut, dass ich hier sein durfte und das letzte Wort einfach immer weitermachen und niemals den Kopf hängen lassen. Und wenn du immer dran bleibst, dann wirst du es auch schaffen. Herzlichen Glückwunsch, du hast es bis ans Ende dieser Podcast-Episode geschafft. Wie bei jeder Podcast-Episode bitte ich dich jedoch darum, die Informationen, die du heute gelernt hast, nicht einfach nur so zu konsumieren, sondern in der Tat umzusetzen. Sprich, schreib dir alles auf, hock dich an den PC und mach was damit. Bevor du aber jetzt durchstartest, empfehle ich dir noch zwei Dinge. Nummer 1, wenn du im Bereich SEO tätig bist und Content oder Forenlinks oder Outreach-Links brauchst, dann empfehle ich dir SEOLab. SEOLab.marketinghope.net. Was ist SEOLab? SEOLab ist die Anlaufstelle für das Automatisieren und Skalieren von Webprojekten im Internet. Wir bieten Forenlinks an für nur 6,99 pro Link anstatt 9,99 mit dem Gutscheincode PODCAST. Wir bieten Content an von Textern, die sich darauf spezialisiert haben, Texte für Affiliate-Betreiber zu schreiben. By the way, diese Texte benutzen wir für unsere eigenen Projekte. Und wir bieten weitere Services im Bereich SEO an, wie zum Beispiel Outreach-Links etc. Nummer 2, die kostenlose Alternative, leider keine Dienstleistung, dennoch genauso gut, ist unsere Marketing Hope Facebook-Gruppe. Der Link wird in den Shownotes drin sein. Wenn du nicht weißt, was die Marketing Hope Facebook-Gruppe ist, es ist eine Community unter SEOs, Social Media Marketern, Facebook-Advertisern, die neuesten Trends des Online-Marketings miteinander teilen und dort wirst du sicherlich den ein oder anderen Kontakt knüpfen, die eine oder andere Diskussion haben und allgemein mehr zum Thema Digital Marketing lernen. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode gefallen und bis zum nächsten Mal. Dein Richard.